Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft. Wie ihr seht, ich mache hier gerade ein bisschen auf schnell. Ich mache hier nämlich gerade ein bisschen Terraforming, damit mein Grundstück ein bisschen größer wird. Mich würde mir wünschen, dass das immer so schnell geht, weil, hui, gleich ist einmal 300 Quadratmeter mehr Fläche. Ich weiß noch nicht genau, was ich da auf diesem Grundstück mache, aber es wird wahrscheinlich, vielleicht baue ich sozusagen eine Pferderennstrecke für mein liebes Pferdi, dessen Namen ich jetzt gerade nicht sage, aber ihr wisst es ja eh schon. Was gibt es Neues? Ich bin ja gerade umgezogen und jetzt erweitere ich mein Grundstück und dann habe ich mir gedacht, das Problem ist, ich nehme ganz, ganz, ganz viel nicht auf, weil ich mir denke, das ist für euch immer zu langweilig. Aber so wie ich es jetzt mache, finde ich es ja recht gut. Also ich mache sozusagen ein Video, rede nicht dazu, sondern mache sozusagen ein, ja, ich kommentiere halt mein schnelles Gameplay hier gerade. Es ist recht zart, das alles zu machen, weil die ganzen Bäume hier gerade sind. Und ich arbeite gerade an einem Bomben-Intro für mein Let's Play, aber das wird noch ein bisschen dauern, denn ich habe momentan, dadurch, dass ich jetzt gerade extrem viel Zeit habe, Videos zu drehen, habe ich jetzt schon, naja, wie viel sind jetzt auf YouTube? 32 oder so. Und das ist jetzt, glaube ich, schon die 47. Folge, dass ich halt für die nächsten Wochen jetzt nicht viel drehen muss, sondern einfach nur uploaden muss. Ich bin ja gerade in Krems, das Uploaden geht gerade so schnell, das ist ein Wahnsinn. Und ich rede gerade so schnell, weil das Spiel so schnell geht, das ist unpackbar. Ich könnte ein bisschen langsamer reden. Man sieht, es ist gleich fertig. Nur irgendwie, ja genau, in letzter Zeit mache ich ja oft meine Intros erst später. Oder ich habe jetzt die letzten Folgen gar kein Intro gemacht, weil ich mir denke, die alle irgendwie fast ganz, ganz, ganz viele Let's Player machen überhaupt kein Intro. Und ich habe gedacht, naja, entweder ich mache gar keins oder ich mache es am Anfang oder ich mache es zwischendurch. Und einige Let's Player haben jetzt auch schon so einen coolen Kanal-Trailer, den werde ich jetzt dann auch einmal machen. Schauen wir mal, was ich da drin mache. Könnt ihr mir mal Vorschläge machen? Und jetzt geht's dann eh gleich normal weiter. Es dauert halt noch ein bisschen. Und ich hatte jetzt vorhin beim Rendern hatte ich so viel Spaß, weil ich da auch wieder so komisch dazu geredet habe. Ich weiß nicht, das war einfach extrem lustig. Ja, und jetzt geht's dann auch gleich weiter mit dem normalen, also mit der normalen Geschwindigkeit, nicht mal 4, sondern mal 1. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, das war jetzt lang genug ein bisschen vorgespult. Wir sind jetzt wieder in Echtzeit, also nicht mal 4, nicht mal 8, nicht mal 16 die Geschwindigkeit, sondern mal 1. Wie gefällt euch diese Idee, hier ein Pferderennen hinzumachen, irgendwie so. Ja, da läuft man mit dem Pferd, bla bla bla, Hindernisse, 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 und dann kommt der zweite Teil da und dann wieder ein dritter Teil. Oder ich benutze das, um irgendwas, naja, was Fettes zu bauen, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, weil das da wird eh noch richtig fett, das geht mindestens bis darauf. Oder so, so weit rauf, bis zu den Sternen und wieder zurück. Und im Keller habe ich auch noch urviel zu tun, da muss ich auch, bist du deppert, muss ich da unten, muss ich dann auch noch, was mache ich denn da, kann ich euch auch gleich mal zeigen, dann mach mal so. War meine Idee, dass ich hier einfach hier runter grab, also
Ja, da ungefähr. Und dann so richtig fett einen Keller mache. Was da reinkommt, man weiß es noch nicht. Also, ich weiß es wirklich nicht. Ja, da kommt auf jeden Fall so ein Keller hin. Momentchen. Da kann ich erklären, wow, ich wette, ich fliege nochmal in die Lava da rein mit dem Scheißdreck da. Ich glaube, das ändere ich lieber zu Wasser. Steinziegeltreiben und dann. Ja, wieso deine Endertruhe steht? Ich habe sie falsch platziert. Ich wollte sie eigentlich woanders hinstellen. Aber wenn ich die jetzt zerstöre, dann ist doch irgendwie die Truhe auch kaputt oder so. Ich kenne mich da nicht so aus. Bin ja kein Pro. Ich bin ein No-Pro. Ich bin ein Gusherst. So. Und dann machen wir dann noch die noch einmal hin. Und dann haben wir sonst einen Kellerabstieg. Boah. Ist das Bombe? Ist das Bombe? Das ist Bombe. Bombe. Hallo Ines. Bist du deppert? Habt ihr das gehört? Mein Eis explodiert gerade da. Aber der Computer ist, der ist völlig, der ist, wow, 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 hey, was machst du da oben? Unten besser gesagt. Ja, dann bleib da, wenn du willst. Katzi, 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 habe ich nicht. Da gibt's auch ganz viele, au. Ocelots, oder? Da, weil gestern sind da viele Ocelots gespawnt. Ja, naja. Die sind jetzt nicht da. Auf jeden Fall lege ich mir sicher noch ein paar Katzen zu und Pferde hoffentlich auch. Wenn ich in meinem Home neu da irgendwelche Pferde finde, das Problem ist, wir sind da mitten am Arsch der Welt. Das habe ich letzte Folge, glaube ich, habe ich das sogar hergezeigt, wie weit das weg ist. Und ja, das Problem ist, hier gibt's halt nichts. Da ist halt wirklich nur ein bisschen Wüste und ein bisschen. Aha. Der hat gleich eine Schaufel in der Hand und das ist ein Guter. Ja, die beschießen mich. Wow, wow. Aha. Okay. Wie ging das gerade? Wieso habe ich jetzt XP bekommen? Ja, stirb du Hure. Und du auch. Stirb. Oh mein Gott, stirb mit. Seid steppert oder was? So. Geht ja gar nicht, Mann. Also ich dachte ein Creeper, aber es ist nur ein Kürbis. Ja, sicher ein Kürbis. Ich meinte natürlich Kaktuhuhuhus. Oh, was haben wir denn da? Aha. Aha. Wir starten gleich mal eine Höhlentour. Höhlentour ist zu Ende. Passt. Da ist ein Creeper. Chataisi! So ist es. Rat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 
Und also, dass, wenn es hier schneit, dass da kein Schnee liegt, ist klar. Weil wenn es wirklich nur gerade runterschneit, dann ist da kein Schnee. Aber, dass wenn unterm Baum kein Eis ist, das ist mir ein fettes Rätsel. Weil das ist ja im normalen Leben nicht so. Also, auf Feinheiten sollte man da schon achten, meiner Meinung nach. Ja, also meiner Meinung. Oh, die Sonne geht unter. Ich sollte noch rausgehen, ein bisschen spazieren. Und was mache ich? Ich mache ein Let's Play. Na 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 na. Schubidubidubububu. Schubidubidub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 
Das sieht schlecht aus. Ja, gut, da ist nichts. Ja, ich glaube, ich beginne eine nächste Folge.